ihr Lieben, heute möchte ich gerne für euch etwas mit den Unterarmen und den Handgelenken machen. Und zwar wollen wir Übungen machen, die ihr gut gegen einen Tennisarm oder einen Golferarm nutzen könnt, um den auszuheilen und auch für die Hände und die Handgelenke, um die einfach zu kräftigen. Was ihr braucht, ist eine Wasserflasche, das kann eine kleine oder eine große sein. Ich habe jetzt eine kleine genommen, weil die so ein bisschen handlicher einfach ist. Am besten gefüllt, dann hat sie natürlich auch ein bisschen Gewicht. Wenn ihr große Hände habt, nehmt ruhig auch eine große, dann hat sie ein bisschen mehr Gewicht und dann spürt ihr auch ein bisschen mehr. Wenn ihr habt, könnt ihr auch einen Tennisball mit benutzen, ist aber nicht schlimm, wenn ihr nicht habt. Also es geht auch alles ohne. Gut, wir starten erstmal damit, die Handgelenke kurz durchzumobilisieren. Dafür kreist einmal die Handgelenke groß nach außen und die Finger richtig mitbewegen. Also richtig öffnen, schließen, öffnen, schließen. Richtig große Kreise, so groß es geht. Es kann auch ein bisschen leicht knacken in den Handgelenken, das ist okay. Und noch einmal und andersrum. Nach innen kreisen, immer schön die Fingerspitzen spreizen und zusammen. Spreizen und zusammen. Das Atmen dabei nicht vergessen. Manchmal ist man so konzentriert, dass man das Atmen dann vergisst. Genau. Und noch zweimal. Und noch einmal und auslockern. Dann einmal die Hände nach vorne und mal nach innen und nach außen bewegen. Also auf einer Linie sozusagen, als würden die auf der Tischplatte liegen, wischen nach außen, wischen nach innen, aber die Ellbogen am Körper lassen. Also Ellbogen bleiben fest, Handgelenke bleiben auch auf einer Höhe, nur die Hände bewegen sich. Auf einer Seite sieht es so aus, wirklich nur die Hände. Das kann auch ein bisschen schon brennen, weil es ungewohnt ist und die kleinen Muskeln in den Handgelenken beansprucht. Lass die Atmung weiter fließen. Noch 4, noch 3, noch 2, 1 und ausschütteln, lockern. Falte mal die Hände und bring die Handflächen so weit es geht nach vorne, Schultern locker und versuch die Ellbogen möglichst weit durchzustrecken. Und kurz halten. Tief ein- und ausatmen, Schultern locker lassen, Ellbogen durchdrücken, Handflächen nach vorne schieben. Noch einen tiefen Atemzug. Und wieder lösen, auslockern, schütteln. Okay, dann bringst du die Hände nach vorne, ballst eine Faust, öffnest die Hände. Feste Faust, wieder öffnen. Feste Faust, wieder öffnen. Okay, das Ganze jetzt richtig schön schnell. Lass dabei die Atmung fließen. Wichtig ist eine schöne feste Faust. Also nicht einfach nur so locker zusammenrollen, sondern als würdest du etwas zerdrücken wollen. Und auch wieder ganz ausrollen die Finger, also richtig lang machen. Genau, das geht ganz easy los, aber wenn du das ein bisschen länger machst, fängt es schön an, in den Unterarmen zu brennen. Lass die Atmung fließen. Solltest du eine akute Entzündung haben, Tennisarm oder Ellbogenarm, solltest du diese Übung nicht so lange machen, wie wir sie jetzt machen. Also dann machst du sie vielleicht 10 Mal und dann wechselst du, lockerst kurz aus und machst es dann nochmal. Also immer nur 10 Mal. Am Stück und dann wieder lockern. So, jetzt wird es schon schön warm. Jetzt drehe mal die Hände um, nach unten zeigend. Weiterarbeiten. Jetzt haben wir eher die obere Muskulatur im Unterarm. Atmung fließt. Versucht dabei zu bleiben. Jetzt wird es schön warm. Wir wärmen die Muskulatur auf und immer wieder ganz öffnen. Die Hände geben irgendwann nach und die Bewegung wird kleiner. Versuch sie groß zu lassen. Also richtig spreizen die Finger und wieder zusammen. Atmen noch 4, 3, 2, 1 und lösen. Einmal richtig ausstellen, genau. Da hat man es dann hier oben drauf gemerkt, so ein bisschen. Und jetzt wollen wir genau diesen Bereich dehnen. Und zwar nimmst du deine rechte Hand, gestreckter Arm und schiebst die ganze Hand zu dir heran. Fingerspitzen zeigen jetzt nach unten. Jetzt ein bisschen seitlich, Schultern locker lassen. Brust stolz. Und den Ellbogen richtig durchdrücken, die Schulter entspannt. Und die ganze, also nicht nur die Finger ranschieben, sondern die ganze Hand. Also nimm den Handrücken und schieb ihn ran, sodass du hier einmal richtig abknickst. Kurz halten, tief durchatmen. Und jetzt nimmst du mal den Mittelfinger und winkst mal mit dem Mittelfinger zu dir ran. Ich komme mal ein bisschen näher, dann siehst du es ein bisschen besser. Das ist diese Bewegung und du drückst weiter die Hand zu dir ran und der Mittelfinger macht eine Bewegung. Solltest du Probleme mit Tennisarm haben, wirst du das jetzt ganz stark spüren, das ist okay.
geh ruhig so leicht an den Schmerz ran, aber nicht so richtig intensiv rein. Also es darf leicht wehtun, aber nicht so extrem. Wenn es extrem wehtut, machst du eine Pause. Jetzt ballst du die Hand zur Faust, rollst die Faust zu dir ein und schiebst nochmal die Faust. Du nimmst die ganze Faust mit der Hand und ziehst die Faust nochmal zu dir ran. Schultern locker, rechte Schulter entspannt, tief durchatmen und lösen, ausschütteln, lockern. Andere Seite. Erstmal die lange Hand, Handrücken greifen, ranschieben, Schulter locker. Brust stolz. Genau. Dehnung hier. Einmal im Unterarm. Schulter entspannt lassen, tief durchatmen. Und achte auf deine Grenzen. Geh nur so weit, dass du ein starkes Ziehen spürst. Leichter Schmerz ist okay, starker Schmerz ist nicht okay. Da solltest du ein bisschen nachgeben. Jetzt nimmst du wieder den Mittelfinger. Der Mittelfinger winkt zu dir ran. Das verstärkt jetzt die Dehnung so ein bisschen. Und dann ballst du die Hand zu einer Faust, du greifst nochmal die ganze Faust und knickst nochmal die Faust ab, richtig zu dir ranschieben. Schulter wieder locker, versuch den Ellbogen nochmal richtig durchzudrücken. Und einmal lösen und einmal lockern. Gut, wir machen das Ganze für die andere Seite. Und zwar stellst du beide Hände auf, du kannst dafür in den Vierfüßlerstand kommen, die Fingerspitzen zeigen zu dir, also Richtung Knie. Versuch die Ellbogen zu strecken, Schultern wieder locker und umso weiter du jetzt den Po nach hinten schiebst, umso intensiver zieht es. Versuch wirklich die Hände nicht nach außen gedreht zu lassen, sondern wirklich richtig rumdrehen, soweit es für dich geht. Und du kannst die Stärke variieren, indem du dich mehr nach hinten schiebst. Oder ein bisschen mehr nach vorne gehst. Es reißt hier auf der Vorderseite richtig ordentlich. Zum Beispiel sehr gut gegen Karpaltunnelsyndrom, weil das da den Kanal öffnet. Lass die Atmung fließen. Halte noch 4, noch 3, noch 2 und lösen, auslockern. Gut, du brauchst deine Flasche. Machen eine Kräftigungsübung. Du legst einmal den Unterarm ab. Es kann ein Tisch sein oder auch eine Erhöhung. Ich nehme jetzt mein Bein. Und was du machst ist, du lässt die Flasche einmal richtig hängen im Handgelenk, schnell nach oben heben und langsam wieder absinken lassen. Schnell nach oben heben, so hoch es geht, langsam wieder absinken lassen. Wichtig ist, der Unterarm bewegt sich nicht mit, halte ihn hier ruhig fest, sondern wirklich nur das Handgelenk. Schnell anheben, kurz halten und langsam wieder absenken. Schnell anheben, langsam wieder absenken. Das kannst du auch mit einer Hantel machen. Für Damen würde ich da maximal 2, vielleicht schaffst du 3 Kilo, das ist schon sehr intensiv. Und für Herren 3 bis 4 Kilo. Ansonsten ist es auch gut, erstmal mit so einer Wasserflasche anzufangen, wenn die gefüllt ist. Dann hast du auch schon ein bisschen mehr als 1 Kilo. Je nach Größe. Genau. Einatmen und ausatmen. Jetzt müsstest du es hier schon so ein bisschen spüren. Mache ich noch ein paar Wiederholungen. Bei akuten Entzündungen auch wieder nicht so ein hohes Gewicht wählen, eher was Leichteres. Sollte auch leicht zu spüren sein, aber nicht zu schmerzhaft. Also wenn es sehr schmerzhaft wird, dann brech ab oder mach die Übung nach einer kurzen Pause erst wieder weiter. Okay, wir machen noch 3-mal, noch 2-mal, noch 1-mal. Jetzt dreh mal die Flasche in beide Richtungen, soweit es geht. Halte den Oberarm fest, der Unterarm bewegt sich mit, aber der Oberarm bleibt fest. Der Unterarm darf sich richtig schön mitdrehen, soweit es geht. Handfläche nach oben drehen, Handfläche nach unten drehen. Richtig schön große Bewegung, so groß es geht. 4, noch 3, noch 2,
Eins und lösen, auslockern. Gut, dann wollen wir den Bereich, den wir gerade gekräftigt haben, einmal ausmassieren. Das kannst du mit dem Tennisball machen. Wenn du den Tennisball nicht hast, kannst du einfach deine Fingerspitzen nehmen und einmal hier auf diesen dicken Strang entlang massieren. Da wirst du bestimmt auch so kleine Schmerzpunkte finden, so kleine Bereiche, die einfach besonders schmerzhaft sind. Das ist meistens hier nah am Gelenk. Auch da kannst du so ein bisschen rüberrollen. Schön gleichmäßig atmen, nicht vergessen. Genau, wenn du es wie gesagt nicht mit dem Tennisball, kannst du jederzeit mit den Fingerspitzen oder auch mit der Faust arbeiten. Hier mit den Handknochen. Kleine kreisende Bewegung ist fast noch intensiver, weil du mit den Knochen natürlich schön tief reinkommst. Also kein Problem, wenn es nicht mit Tennisball ist. Und da, wo es weh tut, schön rübergehen. Und darf leicht wehtun, aber wenn es zu sehr schmerzt, dann mach ein bisschen weniger. Genau. Dann suchst du dir mal eine Stelle, die dir besonders weh tut, also wo du das Gefühl hast, aua. Und da bleibst du jetzt mal und drückst mal so ein bisschen rein. Kannst auch mit Tennisball machen. Richtig schön festen Druck geben. Halten, 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 atmen. Und spürst du den Schmerz so ein bisschen. Versuch gegenzuatmen. Schön ausatmen. Und nach 20 Sekunden ungefähr gibt der Schmerz ein bisschen nach. Es wird ein bisschen weniger. Schön gleichmäßig atmen. Noch einmal ganz tief ein- und ausatmen und lösen, noch mal ausmassieren. Okay, das könntest du auch jetzt noch mit mehr Bereichen machen. Also wenn du mehrere Punkte hast, die dort schmerzhaft sind, geht das natürlich auch noch öfters. Also wäre dann empfehlenswert, auch die ganzen Punkte abzuarbeiten. So, wir nehmen die andere Hand, die Kräftigung. Erstmal den Unterarm auflegen, festhalten, schnell nach oben, langsam absinken lassen. Kräftig nach oben anspannen, die ganze Oberseite langsam absinken lassen. Kräftig nach oben, langsam absinken lassen. Die Atmung dabei nicht vergessen. Maximal große Bewegung, also wirklich so hoch es geht und dass du hier wirklich nicht mitgehst, sondern halte den Unterarm fest. Schnell nach oben, langsam ab. Eins nach oben und wenn du runtergehst, eins, zwei, drei, eins und eins, zwei, drei. Genau. Exzentrische Bewegung, das Nachlassen dehnt gleichzeitig die Strukturen so ein bisschen mit, regt die Kraft an. Ist gut gegen Entzündungen, wurde rausgefunden. Also kann auch gegen Entzündungen sehr gut wirken. Wichtig ist, nicht zu intensiv. Wenn du jetzt Schmerzen hast, machst du eine Pause. Okay, mach noch vier Stück. Noch drei. Noch zwei. Und eins. Okay, Oberarm festhalten und soweit es geht nach innen und nach außen drehen. Durch den ganzen Arm mitbewegen, nur den Oberarm festhalten. Unterarm dreht sich mit, versucht die Bewegung so groß es geht zu machen, so weit es geht nach oben drehen, so weit es geht nach unten. Möglichst große Bewegung bis in den Ellbogen. Noch vier, noch drei, noch zwei, eins und lösen. Gut, dann wieder die obere Seite ausmassieren, entweder mit den Handknochen, Fingerknochen mit den Fingerspitzen, geht auch, oder mit dem Tennisball. Erstmal kleine kreisende Bewegung, so ein bisschen abtasten, wo sind die schmerzhaften Bereiche, ist irgendwas verklebt. Genau. Und ein bisschen Druck geben. Besonders über die Bereiche rüber arbeiten, die halt auch ein bisschen schmerzhaft sind. Da ist es meistens verklebt. Und dann suchst du dir einen von diesen Punkten aus, der schmerzhaft ist. Und du gibst ein bisschen Druck hinein.
Halten, 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 atmen, so dass du einen deutlichen Schmerz fühlst, aber nicht zu intensiv. Auf einer Skala von 1 bis 10, 1 ist gar kein Schmerz und 10 ist das Maximum, was du dir vorstellen kannst, solltest du so bei 3 bis 4 ungefähr liegen, maximal 5, also nicht zu intensiv. Schön atmen, 20 Sekunden dauert es ungefähr, bis der Schmerz ein bisschen nachgibt. Dann lösen sich die Strukturen ein bisschen auf. Noch einmal tief ein- und ausatmen und ausrollen und lösen. Okay, nochmal die Handgelenke kreisen in alle Richtungen. Sehr gut. Dann nochmal die Handflächen nach vorne schieben, Schultern tief. Nochmal richtig weit strecken. Bisschen ausschütteln, nochmal die Hand runterbiegen, die Fingerspitzen biegen Richtung Oberarm, richtig ein, rollen die Hand Ellbogen ran an den Körper, die andere Seite Ellbogen ran an den Körper, die ganze Hand biegt runter, sieht aus wie so ein Entenkopf so ein bisschen, Ellbogen ran, Schulter locker. Dann streck die Arme mal aus und mach mal so eine Winkbewegung mit den Händen nach hinten. Zeig es mal von der Seite. Und währenddem du das machst, schiebst du gleichzeitig die gestreckten Arme nach hinten. Klapp die Hände nach hinten ab und Arme nach hinten schieben. Noch 4, 3, 2. Eins und jetzt mal die Fingerspitzen nach oben ziehen, zur Decke, Ellbogen durchstrecken, Schultern tief, halten und besonders mit dem Mittelfinger jetzt mal nach oben zur Decke ziehen. Brust raus, Schultern locker, kannst dich auch anders hinsetzen, so wie es für dich bequem ist, kannst dich auch hinstellen. Wichtig sind die Arme und dass du schön gerade bist. Zieh nochmal richtig ran die Fingerspitzen und lösen, auslockern. Handgelenke kreisen. Ellbogen kreisen, Schultern kreisen und lösen. Wunderbar, dann habt ihr es geschafft. Ich hoffe, ihr habt ordentlich was gespürt und macht die Übung ruhig 2 bis 3 Mal die Woche. Das bringt ordentlich was. Und wie gesagt, Tennisball könnt ihr nutzen, braucht ihr nicht. Und Trinkflasche und dann geht's los. Super, dass ihr dabei wart. Ciao.